Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute gibt es den zweiten Teil meines Büchermonats Juni. Der erste Teil mit den ersten 6 Büchern ist letzte Woche online gegangen. Ich packe euch das Video unten in die Infobox und heute kommen noch die fehlenden 5 Bücher aus dem Juni. Insgesamt habe ich also 11 Bücher gelesen. Es war leider rein sternetechnisch tatsächlich der unschönste Monat mit 3,36 Sternen. Es gab in diesem Monat 2 Highlight-Bücher, 2 abgebrochene Bücher und auch ein Flop-Buch. Ein Flop und die 2 Highlights habe ich euch im ersten Teil des Büchermonats vorgestellt. Das Flop-Buch und das zweite Abbruchbuch folgt dann heute. Ich packe euch auch alle Bücher unten in die Infobox, also schaut da auch super gerne mal vorbei, auch zu den einzelnen Zeitstempeln. 7 Bücher waren in haptischer Form, 3 Bücher als E-Book und ein Buch war ein Hörbuch und das war auch wirklich ein langer, langer Klopper, ich glaube mit 1000 Seiten und irgendwie 2000 irgendwas Minuten. Also da habe ich wirklich 2 Wochen gut dran gehört, das muss ich tatsächlich sagen. Und dann war ja auch ein bisschen Fußball und ein bisschen House of the Dragon und ja, so ein bisschen hat der Tag ja trotzdem nur 24 Stunden. Aber es war trotzdem ein angenehmer Lesemonat und ich werde euch jetzt nach und nach natürlich die fehlenden 5 Bücher vorstellen und schaut dann danach super gerne auch noch in den ersten Teil, wenn ihr noch nicht vorbeigeschaut habt. Und damit jetzt ganz viel Spaß! Weiter ging es dann oder auch parallel wurde es ein bisschen sommerlicher. It Happened One Summer von Tessa Bailey. Das ist das Buch, was ich mir letztes Jahr am Flughafen mitgenommen habe, als wir diese Flugverspätung hatten. Und ja, ist der Auftakt einer Dilogie. Und ich glaube, der zweite Teil ist auch schon erschienen. Und im Englischen fand ich ganz interessant, habe ich mir auch das Cover angesehen. Da wirkt es ein bisschen weiter drin, die beiden Charaktere. Und es ist mehr mit Rot Akzenten gearbeitet worden. Fand ich super spannend. Schaut euch, wenn es euch interessiert, gerne mal das Originalcover an. Ich weiß gar nicht, ob ihr da so ein bisschen drauf achtet, wenn ihr euch Cover anschaut, wie sind die im Original, wie sind die in der Übersetzung. Vielleicht können wir dazu ja auch mal irgendwie ein Video machen. Also wenn ihr da Lust und Ideen habt, schreibt das super gerne mal in die Kommentare. Ich finde sowas immer spannend und auch hier. Ich habe bisher irgendwie noch gar keine Meinungen auf BookTube oder auch auf Instagram gesehen, was mich ein bisschen verwundert hat, weil es ja wohl ein TikTok-Hype-Buch ist und dann sogar gar nichts bis wenige Meinungen zu hören und zu sehen, hat mich ein bisschen verwundert, zumindest im deutschsprachigen Raum. Ja, wir treffen hier auf Piper. Sie ist ein Hollywood-It-Girl durch und durch und hat dann allerdings nach einem Einbruch, den sie so ein bisschen unter Alkohol macht, landet sie im Gefängnis, hat dann eben auch so ein paar Probleme. Ihr Stiefvater ist ziemlich sauer und dreht ihr dann auch den Geldhahn zu und sie soll dann in einer kleinen Bar der Familie arbeiten, an irgendeiner kleinen Küste, an so einem Küstenort Westport, der wirklich sehr klein ist und da nicht viel passiert und sie soll da mal so ein bisschen zu sich finden. Dort angekommen trifft Piper dann auf den sehr grummeligen, aber doch sehr, sehr gut gebauten Brandon und ja, da schrillen in mir immer so ein bisschen die Alarmglocken, aber gut. Er hält überhaupt nichts von ihr und glaubt eben jedes Vorurteil, was man von ihr weiß, wird sich bestimmt an ihr so ein bisschen im Grunde erfüllen. Und dass sie eben auch überhaupt keinen Tag schweren Arbeitens irgendwie durchhalten wird. Und Piper will ihm dann aber das Gegenteil beweisen und sie will sich bewähren und nicht länger nur das naive und dumme Blondchen irgendwie sein, sondern jetzt eben ihre Frau stehen. Es war eine sehr gute Unterhaltung für zwischendurch. Wenn man einfach mal abschalten möchte, wenn man einfach was locker, leichtes lesen möchte. Es ist eine schöne Liebesgeschichte, die für mich persönlich schon ein bisschen banal und belanglos und vielleicht an mancher Stelle auch so ein bisschen, ja, okay war, aber ich habe es gerne gelesen. Also ich würde sagen, es ist ein gutes Buch, es ist eine gute Geschichte, die eben auch einfach so ein paar Kritikpunkte hat. Ich mochte sehr, sehr, sehr den Schreibstil, der war sehr flüssig, sehr modern, es waren lebendige Dialoge, es hat sich wirklich echt angefühlt, authentisch, man konnte sich hineinversetzen in die Charaktere. Ich fand allerdings den Umschwung von Hass zu Liebe sehr, sehr, sehr gehetzt und es war für mich auch eher Lust als Liebe und ich verstehe immer nicht, warum man in Liebesgeschichten da keinen Unterschied macht. Also Liebe ist nicht immer Lust und aus Lust entsteht auch nicht immer Liebe. Ich finde, man kann das Kind doch auch irgendwie bei Namen nennen und ich verstehe nicht, warum das immer verwechselt wird oder man davon ausgeht, dass das eine das andere ist und das ist im wahren Leben eben einfach nicht so. Dementsprechend ging mir das viel zu schnell. Es war mir auch an manchen Stellen zu spicy und zu detailliert. Fand ich ein bisschen nervig, fand ich ein bisschen anstrengend, vor allem weil ich es nicht wirklich so gut ausgearbeitet fand. Es waren dann eben auch immer mal so 2, 3 Szenen, die ich einfach überblättert habe, wo ich dachte, ach, es interessiert mich nicht, wo irgendeine Schweißperle am Körper hinabfließt. Ich bin einfach nicht der Fan von diesen spicy Geschichten, wo es so wirklich detailliert in
ja, da rein im Grunde in diese Szene geht. Ich mag es eher so ein bisschen distanzierter in diesem Fall, aber ich fand es ganz okay. Was ich mir aber wirklich mehr gewünscht hätte, wäre mehr Humor gewesen. Ich finde, das Cover ruft eigentlich schon, dass auch ein bisschen Humor ist, dass wir so ein bisschen eine Rom-Com haben. Der blieb aber doch so ein bisschen auf der Strecke. Das Buch hat sich manchmal zu ernst genommen. Was aber sehr gelungen war, waren die doch sehr sympathischen Charaktere. Auch wenn die beiden Hauptcharaktere doch ein bisschen oberflächlich scheinen und auch beschrieben wurden, gab es doch so ein bisschen Tiefgang und Entwicklung. Besonders bei Piper, die war schon anfangs sehr nervig, aber irgendwann gab es diesen Schalter, der sich umgelegt hat. Und dann fand ich, dass sie sich in eine sehr gute Richtung entwickelt hätte. Und ich glaube, hätte ich mit ihr nicht mitgehen und mitfühlen können, wäre ich ihren Entwicklungsweg nicht mitgegangen, wäre es auch nicht meine Geschichte gewesen. Wahrscheinlich hätte ich sie dann vorher einfach beendet. Aber so bin ich ihr gerne gefolgt, habe gerne das Leben in Westport an diesem Küstenort mit ihr gelebt. Bei Brandon bedient die Autorin jedes Klischee, was man sich vorstellen kann. Bei mir ist da der Funke zu ihm auch nicht übergesprungen, aber es ist halt sehr häufig tatsächlich bei dieser Art Büchern so. Das Ende bleibt so ein bisschen offen. Es gibt natürlich auch schon den zweiten Teil, der wird aber von mir, glaube ich, nicht gelesen werden. Hier kennen wir auch schon die Charaktere, die eine Rolle spielen werden, aber so richtig neugierig und gespannt bin ich einfach nicht, weswegen ich glaube, dass ich einfach bei dem ersten Teil bleiben werde. Und ja, dann einfach mal gucke, ob vielleicht von der Autorin, von Tessa Bailey, nochmal irgendwie was kommt. Aber ich fand es okay. Aber es war halt irgendwie schon so eine 0815 Liebesgeschichte, die viel mit Lust und Spicy zu tun hatte, die aber dennoch eine gute Charakterentwicklung hatte. Aber alles in allem hätte es für mich durchaus ein bisschen mehr Humor sein dürfen. Ja, auch mehr Liebe oder verliebt sein oder... Ja, das fehlt mir so persönlich ja immer ein bisschen. Aber es war okay, es war ganz schön, es hat mich gut unterhalten. Und ich glaube auch so die knapp 400 Seiten, ja, 390 Seiten, haben sich gut weglesen lassen. Und das ist eben manchmal auch das, was man abends nach einem harten Arbeitstag mit dem ein oder anderen Thema auch einfach mal braucht. Während ich über Teil 3 und 4 von Achtsam Morden noch geschwärmt habe, kommt jetzt ja die Rezension zu Teil Nummer 5. Achtsam Morden durch bewusste Ernährung von Carsten Dusse. Ich blende es euch ein, weil es nach wie vor ausgeliehen ist an meine Mitleserin, eine liebe Freundin von mir, die es auch sehnsüchtig mit dann auf den fünften Teil gewartet hat. Wir haben ja Teil 3 und 4 aus der Bücherei ausgeliehen. Teil 5 wurde mir dann dankenswerterweise vom Verlag zur Verfügung gestellt. Und ich muss aber sagen, der fünfte Teil war wirklich so ein kleiner Flop. Ich habe ihn nicht abgebrochen. Er hat insgesamt, glaube ich, auch noch 3 gute Sterne bekommen. Aber ich war schon sehr enttäuscht, in welche Richtung sich diese Geschichte entwickelt hat. Ja, wir begleiten ja nach wie vor unseren Anwalt Björn Diemel, der durch die letzten Monate und seine Therapie definitiv seine Mitte gefunden hat, allerdings so seine Ernährung aus den Augen verloren hat und ziemlich viel zugenommen hat, keinen Sport mehr treibt, nur noch eigentlich am Bürotisch sitzt und nicht so viel mehr, gerade abends Heißhungerattacken hat und dadurch einfach sehr zugenommen hat. Und ja, er sucht gerade nach einem neuen Arbeitsfeld, ich nenne es jetzt einfach mal so ein bisschen kryptischer, und dieses neue Arbeitsfeld führt ihn in den Zoo zusammen mit seiner Tochter, und er kann nur ganz knapp verhindern, dass seine Tochter von 2 jungen Männern entführt wird. Und er merkt eben da, wie unsportlich er ist und wie unfit und dass er wirklich hier fast seine Tochter verloren hätte, wenn er denn jetzt nicht daran arbeitet, sich der achtsamen Ernährung zuzuwenden. Und dann geht eigentlich so das für mich Gefloppte ein bisschen durch, nämlich dann geht es los übers Fasten, über Einläufe und über die Ernährungsweisen, und es geht los, wie toll ein Zoo ist und auch, dass die fleischliche Ernährung ja bestimmt nicht ungesund ist. Und da waren so ein paar Punkte zusammengekommen, die mir persönlich einfach nicht so gefallen haben. Es war für mich definitiv der schwächste Band der Reihe, während ich wirklich Teil 1 und 2 abgöttisch geliebt habe. Teil 3 und 4 noch Highlights waren, aber schon so ein, zwei Dinge da waren, wo ich dachte, naja, man merkt, dass irgendwie sich die Reihe so ein bisschen verbraucht, aber es waren dennoch ja noch Highlights mit ganz wenigen Kritikpunkten. Bei Teil 5 muss ich sagen, ach, fehlt mir wirklich sehr viel. Es wirkt sehr lieblos. Es wirkt so ein bisschen wie, dass Carsten Dusse einen Vertrag über 5 Bände hatte und eigentlich keinen Bock mehr auf den 5. Band hatte. Es wirkt einfallslos, nicht mehr innovativ. Es ist irgendwie so dahin geschrieben. Es gibt keine schöne Danksagung mehr. Es hat an Humor und an Reiz verloren. Und ganz schlimm fand ich tatsächlich so diese Ernährungstipps,
die wahnsinnig banal waren und wenig psychologisch und echt sich angefühlt haben. Ich fand es ja ganz gut, dass wir dieses Achtsam so durch alle Bände durchgezogen haben, aber zu einer achtsamen Ernährung gehört für mich eben auch mehr als nur das Fasten. Zudem waren die Tipps zum Fasten gefühlt schon eine kleine Katastrophe. Denn selbstgemachte Einläufe ohne ärztliche Absprache oder Ähnlichem fand ich sehr schwierig als Tipp. Also das muss ich ehrlich sagen. Es war alles sehr allgemein gehalten. Es sind auch so ein paar Phrasen drin, wo ich denke, ja, die ruft man sich halt so zu. Die hat man mal gehört und glaubt jetzt ganz fest dran. Ich finde aber schon, dass gerade Fasten, ja, abführen, ja, dass das einfach Themen sind, die man den Fachleuten überlassen sollte. Und das hat mir hier nicht gefallen. Während wir bei Band 1 bis 4 wirklich so durch diesen Therapeuten sehr achtsame Hinweise auf Dinge bekommen haben, weitergeführt wurden in der Psychologie, gerade so, als es um das innere Kind ging, natürlich auch der Jakobsweg, was dahinter steckt, das Gefühl hatte ich hier nicht, dass hier irgendwie jemand fachmännisch weiß, um was es eigentlich beim Fasten geht und wie man sich fühlt. Zudem war es sehr unrealistisch dargestellt, wie unser Anwalt Björn Diemel durch diese Fastentage gekommen ist. Egal welche Erfahrungsberichte ich lese oder von Freunden, Bekannten mitbekomme, geht es bei keinem so glatt wie bei Björn Diemel, muss man auch ganz ehrlich sagen. Und es fehlte hier eben auch im Gänze einfach die Achtsamkeit. Und irgendwie drehte sich die Geschichte auch eher so im Kreis, man kam nicht voran, es ging nicht weiter, auch so dieses neue Arbeitsfeld war irgendwie spannend, aber ja, es hätte auch alles andere sein können. Und dann kommen wir eben zum Thema Fleischkonsum und das ist eben für mich persönlich ein Thema, worauf ich sehr achte, worauf ich sehr mittlerweile auch sensibel bin, wenn das in Büchern vorkommt, dieser ungehaltene Konsum von Fleisch und allen anderen tierischen Produkten mit wenig Respekt da eigentlich umgegangen wird. Und das ist einfach was, wo es mich ekelt, wo ich mit dem Kopf schüttel und mir da einfach mehr Achtsamkeit tatsächlich auch gewünscht hätte. Und das ist aber meine persönliche Präferenz. Ich weiß aber zum Beispiel von meiner Freundin, die es aktuell liest, und sie ist weder Vegetarierin noch Veganerin, dass sie auch sagt, sie finde das schon sehr einseitig dargestellt und hat natürlich auch zu mir gesagt, wie fandest du das denn so aus deiner Sicht? Und da sind wir auch in den Austausch gekommen, also auch, ich sag jetzt mal, Fleischessern oder der einen Fleischesserin und auch meiner Freundin, von der die Reihe ursprünglich kommt, mit der ich mich auch schon zwischenzeitlich unterhalten habe, die haben auch gesagt, dass das hier schon sehr, auch das ganze Zoo-Thema, dass das so unkritisch und unachtsam behandelt wurde, ist einfach schwierig. Und ja, ich verstehe schon, in welche Richtung hier Carsten Dusse auch geht und wahrscheinlich auch, wie politisch Björn Diemel ticken soll. Und man spricht wahrscheinlich die Mehrheit einfach an, wenn man gerade gegen Veganer, gegen Vegetarier ist, gegen Menschen, die gegen irgendetwas sind. Und man möchte sich da irgendwo einfügen, aber das gefiel mir persönlich einfach nicht. Ich hätte es cool gefunden, wenn wir hier ein achtsames Statement zum Thema Fleisch und tierische Produktekonsum bekommen hätten. Ich möchte da gar keinem, also eigentlich würde ich gern allen sagen, lasst es, aber das funktioniert natürlich in der Form nicht, aber ich hoffe, ihr versteht, wie ich das meine. Ich erwarte auch nicht, dass das Bücher tun oder Unterhaltungsliteratur. Aber so ein Hauch Achtsamkeit, dass man halt darüber nachdenkt, ob es wirklich das Billigfleisch von Aldi Lidl sein muss oder als Beispiel vom Supermarkt oder ob man einfach zu etwas Bio-Hochwertigerem greift, wo sich in mir auch alles sträubt, aber das hätte ich mir einfach gewünscht. Und das war einfach ein sehr großes Thema, die Ernährung, und ich fand sie sehr einseitig erzählt und ich habe mich da überhaupt nicht wiedergefunden. Ich konnte da nicht lachen, ich fand es nicht schön, ich fand es nicht informativ, ich fand auch, dass dieser ganze Humor einfach verloren gegangen ist und für mich war es wirklich ein Flop. Insgesamt war es noch ein okayes Buch, also es hat auch 3 Sterne von mir bekommen, weil doch ein paar Dinge gerade nach den etwas langgezogenen ersten 100 Seiten dann doch spannend waren und unterhaltsam waren und man dann so ein bisschen im Flow war, aber besonders der Punkt Ernährung und Zoo und auch dieses ganze Heilfasten, das wurde für mich nicht sehr gut rübergebracht. Sehr, sehr schade. Ich bin gespannt, ob es einen 6. Teil geben wird und in welche Richtung er dann geht, was man jetzt noch alles so ein bisschen achtsam tun könnte. Ich meine, jetzt bliebe ja fast nur noch, was könnte man noch achtsam tun? Ja, man könnte jetzt noch mal ins Yoga gehen, wobei wir ja schon beim Tantra waren. Ja, wird tatsächlich schwierig. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass eine Serie geplant ist, habe aber dazu auch nicht weiter irgendwas gefunden. Bis zu Teil 4 wirklich eine Highlight-Reihe und Teil 5 hat dann wirklich ein bisschen geschwächelt.
Dann kam das lange, epische Hörbuch des Monats, und zwar Das Reich der Verdammten von Jay Kristoff. Ich habe den ersten Teil ursprünglich ja vor 2 Jahren gelesen, als es erschienen ist, habe es dann im Mai gereadet, habe es mir von Robert Frank vorlesen lassen, und ich liebe einfach die Stimme von Robert Frank, ich kann es nicht oft genug sagen. Und auch diese 100, dann 1000 Seiten mit knapp 34 Stunden habe ich mit Genuss mir angehört von Robert Frank. Es ist natürlich jetzt schwierig, so einem zweiten Teil irgendwie Handlung zu erzählen. Wir begleiten eben weiterhin Gabriel de Leon, den wir schon aus dem ersten Band kennen, der letzte Silberwächter ist, und der musste ja im ersten Teil sein Heimatdorf verlassen, nachdem eben die Welt bereits seit über 27 Jahren ohne Sonne ist, im Dunkeln lebt und die Vampire auf dem Vormarsch sind. In Teil 1 haben wir ja viel über diese neue Weltordnung erfahren, über die Art der Vampire, über die heilige Bruderschaft und eben auch über die Vampire, die jetzt eben wandeln, die wirklich düster sind, brutal sind und denen es nach Blut dürstet. Und Gabriel erzählt eben diese Geschichte als ein Gefangener in einer Burg, und wir erfahren da natürlich auch drumherum sehr, sehr viel. Und die Geschichte im zweiten Teil geht eigentlich recht nahtlos weiter, und wir lernen auch neue Charaktere kennen, neue Gruppen kennen, wie zum Beispiel auch die Kinder des ewigen Königs oder eben auch seine Verbündete Liatte. Ich hoffe, man hat es so ausgesprochen. Und was ich tatsächlich ganz schön fand, dass neue Charaktere hinzugekommen sind. Es ist weiterhin ein düsterer, brutaler und sehr atmosphärisches Buch. Also die Geschichte ist wirklich groß. Sie braucht diese Zeit, um uns das zu erzählen. Es ist einfach episch und es ist einfach schon sehr, sehr, sehr viel. Es hat viele Charaktere, viele Nebengeschichten, und ich habe das Gefühl, dass sich Jay Kristoff da ein bisschen übernommen hat. Der Schreibstil gefällt mir im Grunde auf jeden Fall weiterhin. Ich mag den Stil von Jay Kristoff, der in den richtigen Momenten ausholt, in anderen Momenten die Spannung aber nicht unterbricht, indem er doch ein bisschen schneller wird und nicht zu viel erzählt. Es gibt aber auch im zweiten Band so manche Länge, wo wirklich so eine Stunde Hörzeit verstrichen ist, und ich mir dachte, puh, gut, dass wir das jetzt durch haben, wenden wir uns was anderem zu, und es wird wieder spannend. Ich glaube, lesend wäre es definitiv wieder ein bisschen schwieriger geworden. Hörend finde ich es immer ganz angenehm. Zum einen, weil ich sehr oft auch daneben ein bisschen beschäftigt bin mit Putzen, mit Bügeln, mit Aufräumen, solchen Dingen, und ich dann mich damit so ein bisschen nebenbei beschäftige und trotzdem der Geschichte natürlich folgen kann. Deswegen finde ich da das Hören auf jeden Fall gut, und ich mag einfach, wie Robert Frank durch seine Betonungen und seine Erzählungen Spannung vorgaukelt, wo eigentlich keine ist. Das finde ich wirklich gelungen. Also Robert Frank liest einfach perfekt und schafft es eben auch, etwas langwierigere Passagen spannend zu erzählen. Ich muss aber schon sagen, mein Vergleich zu Nevernight ist, dass mich da keine Seite gelangweilt hat, und das schafft er hier definitiv nicht. Ich bin schon manchmal an so einem Punkt, wo ich denke, ach ja, jetzt komm doch mal bitte wieder in die Puschen, mach mal weiter. Und die Momente gab es bei Nevernight nicht, und ich glaube, es liegt einfach daran, dass er so ein großes Konstrukt gebaut hat, so viele Charaktere, so viel in diese Welt gepackt hat und da einfach gar nicht so randig wird, fertig wird, das alles wirklich in etwas kürzerer Zeit zu erzählen. Was mich hier tatsächlich sehr gestört hat, und jetzt ist man von Jay Kristoff schon brutale Dinge gewöhnt, dass er hier wirklich draufhält mit seiner Kamera. Dass wir hier wirklich brutale Szenen bekommen, die ich zum Teil schon fast zu viel fand. Besonders auch die erotischen Szenen, die er wahnsinnig ausschmückt. Die Gewaltszenen, an denen er sich gefühlt wirklich so ergötzt, und es war mir in mancher Spur zu viel. Also gerade dieses ganze erotische, spicy-mäßige, oh, das fand ich manchmal wirklich sehr widerlich und wollte das nicht alles so im Detail wissen. Das muss ich ehrlich sagen, und das ist für mich auch so wieder der Punktabzug, weswegen es kein Highlight wurde, obwohl wir am Anfang so ein paar Wiederholungen haben, in die Geschichte reinkommen, es dann schon spannend ist und wirklich packende, atmosphärische Geschichte erzählt. Aber mit der einen oder anderen Länge und dann eben auch diesen sehr gewaltvollen. Und ich habe auch manchmal das Gefühl, die Szenen sind absichtlich so, damit sie für einen Schocker taugen. Und war mir einfach zu viel. Für mich hätte das auch wirklich eine Spur neutraler tatsächlich sein können. Dennoch möchte ich echt sagen, es ist mal wieder eine Vampirgeschichte, wie ich sie mir wünsche, wie ich sie gerne, bis auf die 2 Kritikpunkte, gerne lese, wo ich sage, es sind düstere, dunkle Vampire, es ist eine wahnsinnige Endzeitstimmung, das wirkt echt
atmosphärisch, das wirkt episch und es unterhält mich wirklich gut. Und es gibt natürlich nach wie vor einige Momente, in denen ich wirklich schmunzle, wo der Humor von Jay Kristoff da ist, der hier durchkommt, der ist sehr trocken, er ist schwarz und ach, manchmal fragt man sich, ist das jetzt eigentlich okay, wenn man darüber schmunzelt, aber am Ende, wer verurteilt einen? Also ich hoffe, dass der dritte Teil so ein bisschen weniger explizite, spicy und Gewaltszenen hat, ein bisschen weniger Länge und dafür aber wirklich so das Epische einfach bei sich behält und wirklich nochmal so groß zum Finale kommt. Ich bin da sehr, sehr gespannt, freue mich da definitiv drauf, aber es ist nichts für zarte Gemüter. Das muss man ganz, ganz klar sagen, wer ja, seichte Vampire lesen möchte, der ist hier in dieser sehr dunklen, ja im Grunde ja fast schon Dark Fantasy, ja auf jeden Fall nicht gut beraten. Hier muss man schon ein bisschen was aushalten können, muss man ganz klar sagen. Also definitiv wahrscheinlich ab 16 und aufwärts. Darunter würde ich es, glaube ich, oder hätte ich es persönlich sehr verstörend gefunden. Wobei ich überlege gerade, wann habe ich Interview mit einem Vampir gesehen? War ich, glaube ich, ein bisschen jünger. Aber ja, es war nicht ganz so blutig und nicht ganz so spicy. Wobei, naja, okay, sagen wir vielleicht zu 14. Aber weiter runter kriegt man mich nicht. Aber es gibt ja keine Altersbeschränkungen bei Büchern, aber ja, ich finde schon, dass hier diese expliziten Szenen, ja, das war schon, war mir manchmal eine Spur tatsächlich zu viel. Aber sonst wirklich eine gigantische, große, epische Geschichte, die echt Spaß macht und wo ich eben manchmal einfach so mal 10 Minuten die Augen geschlossen habe und gedacht habe, nein, das ist hoffentlich gleich vorbei und ja, ja. Aber man kann eben tatsächlich nicht alles haben. Aber es ist eine großartige Geschichte. Ich möchte gar nicht, dass das so negativ klingt. Man muss halt einfach wissen, auf was man sich, glaube ich, einlässt. Dann wird man nicht enttäuscht. Dann wurde von mir das letzte Buch von Adriana Popescu oder das letzte Buch auf meinem Sub gelesen. Und zwar kein echter Popescu sozusagen, sondern einmal Mia Newman bis du gehst. Ein wunderschönes Cover, wie ich finde. Ich glaube, dass Mia Newman Adriana Popescu ist, habe ich erst mitbekommen, als sie das neuere Buch von Mia Newman vor 1 oder 2 Jahren herausgebracht hat. Und dann habe ich mir das Buch auch gebraucht geholt. Das Buch ist ursprünglich schon aus 2013 und steht bei mir, ich glaube jetzt dann auch die 2 Jahre, ich glaube, ich habe hier gar nicht eingetragen, wann es eingezogen ist. Ich glaube, 22 ist es bei mir eingezogen, als das andere Buch herauskam. Und auf dem Sub, und das ist mein letztes Subbuch von Adriana, dann gibt es eigentlich nur noch einen Adriana Jakob Krimi, der zweite Teil, glaube ich. Sonst habe ich alles gelesen, von dem ich weiß, dass es Adriana geschrieben hat. Was soll ich sagen? Ja, wir treffen in der Geschichte auf Nicole und sie führt ein sehr schönes Leben zusammen mit ihrem Mann Sander und ihrem Sohn Scott. Doch das ändert sich dann schlagartig, als ihr Mann in einen Autounfall verwickelt ist und dort dann auch ins Koma fällt. Sie fällt dadurch in eine sehr, sehr tiefe Depression und jeder Tag fühlt sich für sie wirklich wie eine Qual an. Und es ist immer wieder ein Kraftakt, aufzustehen, sich um den Sohn zu kümmern, ins Krankenhaus zu gehen, das Leben irgendwie weitergehen zu lassen und doch immer irgendwie so einen kleinen Abschied zu haben, wenn sie denn dann ihren Mann im Koma verlässt. Im Krankenhaus trifft sie auf Charlie, der so mit einem ähnlichen Schicksal kämpft. Allerdings ist er hier im Krankenhaus für seinen Bruder und ist hier jeden Tag bei ihm, um so lange wie möglich eben auch am Leben seines Bruders teilhaben zu können. Ja, er lebt förmlich im Krankenhaus und so verbinden sich beide Schicksale miteinander. Und man merkt aber dann doch recht schnell, dass das Schicksal manchmal sehr unfair ist. Und dass das Ende nicht immer mit einem Abschied funktioniert und man nicht immer die Möglichkeit bekommt, Tschüss zu sagen. Und ja, es ist eine sehr ernste Geschichte. Das möchte ich vorne wegnehmen. Es ist schon an manchen Stellen wirklich harter Tobak, der wirklich mich gefühlsmäßig auch sehr mitgenommen hat. Es ist aber trotzdem Adriana bzw. Mia Newman gelungen, sehr viel Feingefühl in diese Geschichte zu nehmen, sodass die Geschichte mich wirklich sehr berührt hat, emotional sehr besonders ist, vielleicht an mancher Spur zu vorhersehbar, aber man muss auch bedenken, dass das Buch schon 10 Jahre alt ist und ich finde, in Anbetracht dessen muss man das Buch auch so ein bisschen einkategorisieren in seine Bewertung. Adriana ist hier wirklich sehr emotional berührend und ich mag es sehr, wie sie einen zum Nachdenken anrührt, wie sie die Charaktere erschaffen hat, wie sehr man zwar diese ernsten Themen hat, aber trotzdem diese Leichtigkeit des Menschseins und der Charaktere spürt. Denn
auch wenn wir traurig sind, und ich rede jetzt nicht unbedingt von einer Depression, sondern gerade wenn einen so ein Schicksalsschlag erschlägt, ist das ja nicht so, dass man 24 Stunden, zumindest nach einer gewissen Zeit, in dieser Trauer verharrt, sondern es geht ja doch immer irgendwie weiter, die Welt geht weiter. Und das ist anfangs ganz schwer und schlimm zu begreifen. Und ja, und das schafft sie aber sehr gut, dass sie trotzdem eine Leichtigkeit beibehält, dass sie die Charaktere sich entwickeln lässt, dass sie die Charaktere auch atmen und leben lässt. Und auch wenn sie sehr schwere Entscheidungen in ihrem Leben zu treffen haben, Hoffnung ist ein sehr großes Thema. Und ich finde es sehr gut, wie sie dargestellt ist, aber auch sehr gut beschrieben, wenn sie denn eben verloren geht, wenn sie verfliegt. Und das ist für mich wirklich hier ganz, ganz toll geworden. Ich hatte ein paar Probleme mit Nicole, also unserer Protagonistin. Ich wurde nicht so richtig warm mit ihr. Ich weiß nicht so richtig, woran es lag. Vielleicht war es so ein bisschen diese Absicht, auch das mit dem ins tiefe Loch fallen. Ich fand das ganz gut, wie das gezeigt wurde. Aber ich wurde nicht so richtig warm mit ihr. Ich kann es nicht erklären. Nicole war nicht so ganz mein Charakter. Dafür mochte ich aber die Nebencharaktere super gerne. Angefangen von ihrem Sohn Scott, den ich sehr ins Herz geschlossen habe. Oder auch Charlie, der wirklich sehr authentisch beschrieben wird. Auch so das Schicksal, was er mit seinem Bruder hat. Ja, fand ich auf jeden Fall hier viel sympathischer. Nicole war vielleicht an mancher Stelle vielleicht tatsächlich zu eindimensional. Aber sie ist natürlich jemand, der etwas verloren hat, der depressive Ansätze auf jeden Fall hat. Vielleicht ist man dann auch so. Also ich hadere da so ein bisschen tatsächlich mit mir. Es gibt auch das Thema in dieser Geschichte ist so ein bisschen Organspende, was ich persönlich in Büchern immer so ein bisschen kritisch sehe und mitnehme. Ich möchte da halt auch nicht, dass Geschichten ähnlich wie bei dem Fleischthema so erhobene Zeigefinger gezeigt werden. Es hat mich ein bisschen gestört, wie locker dieses Thema in dieser Geschichte vorkam, wie es auch manchmal dargestellt wurde, besonders dann, als so ein, zwei Wendungen in diese Richtung kamen. Ich fand es manchmal sehr schnell durchschaubar und war dann ein bisschen, oder fand es ein bisschen schade, dass doch nicht ein bisschen ein anderer Weg genommen wurde, und fand es auch schade, wie das so dargestellt wurde. Ich glaube aber, und deswegen ist meine Kritik eigentlich viel strenger, als sie sich in meiner Bewertung zeigt. Man darf nicht vergessen, dass dieses Buch 10 Jahre alt ist. Und ich glaube, vor 10 Jahren war zum einen der Stil des Schreibens so, auch wie man Themen umschrieben und beschrieben hat und wie man auch Themen angegangen ist. Und ich glaube, dass das Buch vor 10 Jahren auf jeden Fall besser funktioniert hätte und wahrscheinlich sogar ein Highlight von mir geworden wäre, während es heute so eben diese 2, 3 kleinen Kritikpunkte hat und am Ende halt bei den 4 Sternen irgendwo herausgekommen ist. Also das glaube ich ganz, ganz doll und denke wirklich, dass es einfach so ein bisschen der Zeit geschuldet ist. Es ist eine wirklich berührende, emotionale Geschichte, die wirklich auch harte Themen hat, aber das wirklich mit trotzdem so einer gewissen Leichtigkeit und passenden Emotionen beschrieben hat, die mir wirklich gut gefallen hat und ich es trotzdem empfehlen würde, vielleicht nicht vollumfänglich, auch nicht jedem, aber ich glaube gerade, wer doch gerne so emotionale Geschichten liest, die eben auch mit Krankheit und Trauer zu tun haben oder mit Unfällen, ich glaube, dass man da wirklich eine Perle gefunden hat. Wie gesagt, ich hätte so 1, 2 Kritikpunkte, die dann dazu geführt haben, dass es nicht ganz das Highlight wurde, aber dennoch würde es in meinem Regal, im Highlight-Regal Platz finden und meine Sammlung jetzt vervollständigen. Und jetzt wird es Zeit, dass Adriana, egal ob sie Nia Newman, Sarah Fisher oder wie auch immer heißt, dass da jetzt, oder Elena Sonnenberg, jetzt ihr aktuelles neues Pseudonym, dass da jetzt ein bisschen was nachkommt. Also von daher trotzdem eine Empfehlung mit eben so ein bisschen dieser Einschränkung, dass das Buch halt doch schon 10 Jahre einfach alt ist und damals es einfach ein bisschen anders war, wie man Bücher geschrieben hat und erzählt hat. Und das letzte Buch ist dann ein Buch, das ich abgebrochen habe, und zwar Das Meer der endlosen Ruhe von Emily St. John Mandel. Ich hoffe, man spricht es so aus. Hab das Buch letztes Jahr als Rezensionsexemplar erhalten, hab's leider so ein bisschen vergessen, passiert manchmal, gelobe Besserung. Hab es ursprünglich, glaube ich, bei Sibby vom Kanal Coyote Diaries gesehen. Die hatte das, glaube ich, in ihren Neuerscheinungen vorgestellt, die sie spannend finde, fand dann den Klappentext interessant und dachte,
oh, eine Zeitreisegeschichte, das ist doch perfekt für mich. Ja, letzten Endes habe ich es bei knapp 100 von 230, 40 Seiten abgebrochen oder waren es 250 Seiten, also es war nicht ganz die Hälfte, aber gut, auf jeden Fall ein Drittel. Und ja, was soll ich sagen? Die Geschichte hat an und für sich drei Zeitstränge. Anfang 1900, dann 2200 und dann nochmal 200 Jahre später 2400. Und alle Zeitstrahle hängen wohl aneinander. Es gibt so einen Emporkömmling, einen Adelsspross, der eben 1910 oder 12 nach Kanada auswandert und dorthin geschickt wird. Er soll dort jetzt eine Farm aufbauen und die Farm bekommt er und auch die Unterstützung, wenn er denn verspricht, nie wieder nach England zurückzukommen. Zwischendurch springen wir aber schon in die verschiedenen Zeitebenen hinein und begleiten eben Charaktere dann auch in unserer Zukunft. Wir haben eine Autorin auf Lesereise und wie das eben alles so in der Zukunft funktionieren wird, wie mit Pandemien umgegangen wird und wie man eben etwas aus der Vergangenheit sieht und welche Verantwortung hat man eigentlich als Zeitreisender. Ich fand den Stil, und ich glaube, das merkt ihr auch in meiner Beschreibung, ich habe über 100 Seiten gelesen und habe gefühlt, glaube ich, nicht mal die Hälfte ansatzweise verstanden, beziehungsweise war es sehr gestückelt. Es hatte irgendwie keinen roten Faden. Ich bin überhaupt nicht in diese Geschichte reingekommen. Ich fand manche Fragen, gerade diese Sinnfragen des Zeitreisens, fand ich total oberflächlich. Auch so wie die Zeitreise beschrieben wurde, dachte ich, naja, es ist hier schon sehr merkwürdig beschrieben, wie das funktionieren könnte. Und ich fand, ja, ich habe einfach keinen roten Faden gefunden. Ich habe keinen Bezug gefunden. Ich habe irgendwann auch die Fragen, die eigentlich total klasse sind, total doof und merkwürdig gefunden und vor allem dann auch die Antworten dazu. Also der Stil hat mir gar nicht gelegen. Er hat mir nicht gefallen. Es war überhaupt nicht meine Geschichte, in die ich irgendwie gefunden hätte. Ich bin ein großer Zeitreise-Fan und ich finde es toll, dass oftmals, gerade wenn man ja so Sachbücher auch dazu liest, was wäre wenn, dass hier wichtige Fragen in Bezug auf die Menschheit gestellt werden. Also wenn denn wir Menschen die Möglichkeit hätten, zurückzureisen, müssten wir das nicht eigentlich tun, um die Menschheit vor Dingen zu bewahren? Also müsste man nicht eigentlich dann doch die Gegenwart verändern, indem man in die Vergangenheit reist? Wie weit dürfte man das? Müsste man nicht vor großen Artensterben oder großen Pandemien oder vor der Pest oder der spanischen Grippe eigentlich irgendwie warnen? Und das sind schon Fragen, die ich sehr spannend finde, die auch sehr kontrovers natürlich diskutiert werden und die in dem Buch auch so ein bisschen oberflächlich behandelt werden. Und mir tatsächlich fast zu oberflächlich. Ja, jetzt geht es hier nicht um irgendwie eine Theorie, sondern wirklich um ja Menschen, die ja Zeitreisen können. Aber ich finde, dass halt der Vergleich ein bisschen hinkt, wenn hier zum Beispiel die Corona-Zeit mit der spanischen Grippe oder gar der Pest verglichen wird. Also da denke ich mir, puh, also musste man uns vor Corona wirklich warnen? War das so ein Menschenmassensterben oder sollte man nicht lieber noch ein bisschen weiter zurückgehen? Und also es gäbe viele andere Punkte, wo ich in unserer Geschichte ansetzen würde, was ich gerne vermeiden würde, als tatsächlich Corona als das große Problem unserer Welt zu sehen. Also können wir, also ja, da können wir über viele andere Dinge sprechen, die ich wichtiger fände, dass wir sie verändern. Aber es ist ja nur meine Meinung. Und auch diese Frage, was lernen wir aus der Vergangenheit? Das ist natürlich auch immer eine interessante Frage, wo ich mich heutzutage immer frage, hat eigentlich jemand im Geschichtsunterricht aufgepasst? Egal welche Seite. Man hat das Gefühl nicht. Und auch hier in dieser Geschichte ist es sehr oberflächlich behandelt worden und auch die falschen Fragen zur Vergangenheit gestellt worden, wo ich denke, naja, aber eigentlich müsstest du noch jene und welche Frage stellen. Ja, und dann kommt eben auch noch so dazu, ob wir denn nicht einfach in der Simulation leben. Und dann, als diese Frage auftauchte, dachte ich, genau, jetzt machen wir es uns ganz einfach. Wir können nicht Zeitreisen, sondern wir leben in der Simulation und dann können wir natürlich auch irgendwie Einfluss nehmen. Und ja, ich bin ein großer Fan der Matrix-Theorie. Das ist überhaupt keine Frage. Ich habe das vor 25 Jahren geliebt, stehe auch heute noch voll dahinter, dass ich mir es tatsächlich vorstellen könnte, dass unsere Welt eigentlich eine Simulation ist, ein Spiel ist. Kann ich mir alles vorstellen. Gibt genügend Dinge, die ich darüber gelesen habe, Anzeichen dafür, dass das alles stimmen könnte. Und ja, ne, der Geist sieht ja, was das Gehirn sehen möchte. Mir ist das alles bewusst. Darüber soll es auch gar nicht gehen. Aber als diese Frage noch dazu kam, dachte ich, nee, irgendwo war es mir dann einfach zu viel. Und ich dachte, nein, ich wollte Zeitreise haben. Ich fand es cool, in die Zukunft zu reisen, dass wir nicht immer nur nach hinten blicken, sondern auch nach vorn. Aber dass wir uns dann da vorne mit
merkwürdigen Dingen von jetzt beschäftigen, dachte ich, ach nee, gibt eigentlich viel größere Probleme. Und man kann mir nicht sagen, dass in 200 Jahren oder gar in 400 Jahren irgendwer zurückblickt und so Kleinigkeiten von der Jetztzeit in Frage stellt. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass wir in 200 Jahren über ganz andere Dinge sprechen, also wir, die Menschheit, und dass wir uns gewünscht hätten, dass wir woanders in der Vergangenheit, in der Gegenwart angesetzt hätten. Nicht da, wo es die Autorin sieht. Und das fand ich, ja, es war einfach nicht mein Buch, dementsprechend wurde es abgebrochen, was sehr schade ist, denn ich glaube, die Grundidee wäre schon eine coole gewesen, aber ich bin einfach nicht damit zurechtgekommen. Ja. Vielleicht habt ihr ja auch das Buch gelesen, es ist ja schon letztes Jahr erschienen und wollt ein paar Gedanken da lassen, dann super gerne und Spoiler bitte kennzeichnen, wenn ihr da irgendwie noch ein bisschen weiter erzählen wollt. Das waren sie jetzt, die letzten 5 Bücher des Büchermonats Juni, insgesamt also 11 Bücher gelesen. Es war kein so erfolgreicher Monat, sowohl in der Qualität als in der Quantität. Ja, wie hat es eine liebe Freundin erst zu mir gesagt, es kann halt nicht alles ein Highlight sein. Ja, da stimme ich leider zu, auch wenn man natürlich immer wieder ein Buch aufschlägt und hofft, dass es denn ein Highlight wird. Ich bin sehr gespannt, was euer Highlight war des Monats oder auch was euer Flop war. Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen, lasst uns gerne in den Austausch gehen. Schaut auch gerne in die Infobox, wenn ihr noch mehr Infos zu den Büchern wollt. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Video. Macht's gut, tschüss, eure Steffi.